So Freunde, herzlich willkommen zur nächsten Mod-Vorstellung. Heute schauen wir uns einmal einen platzierbaren Mod wieder an. Dieser Mod ist eben eine platzierbare Verkaufsstelle, die in zwei verschiedenen Versionen zum Download verfügbar steht. Einmal eine 150% Version, sage ich mal, die eben den Verkaufspreis um 150% hebt. Und einmal die Standardversion mit normalen Verkaufspreis. Zum Modell selbst. Es sind einige Versionen jetzt schon rausbekommen. Diese aktuelle Version wurde jetzt noch Zuckerrohr hinzugefügt, da das der Wunsch der Community war. So schreibt der Modder in der Modbeschreibung. Man kann an dieser Verkaufsstelle, wie man schon an der Pumpe hier sieht, eben auch flüssige Sachen, sage ich mal, verkaufen, wie Gülle und ähnliches und Mist und alles wird hier genommen, und auch die Standardfrüchte, die im Spiel eben enthalten sind, kann man hier verkaufen. Zur Textur selbst von dieser Verkaufsrampe, sage ich mal, diese sieht sehr, sehr schön aus. Wir haben hier zwar leicht verpixelte Textur, sage ich mal, das Gitter. Hier ist wieder etwas besser. Diese Hütte oder dieses Häuschen an der Verkaufsstelle finde ich auch sehr schön. Das ist sehr schön gelöst worden. Man kann es sehr, sehr gut irgendwo platzieren. Man braucht allerdings wieder eine schöne ebene Fläche oder halbwegs ebene Fläche. Ich würde sagen, wir schauen kurz in den Shop. Das Ganze ist natürlich in der Kategorie platzierbare Objekte zu finden. Dann haben wir hier schon den Verkauf 150%. In der Info steht Verkaufsgebäude für viele Produkte und man sieht hier schon die Produktvielfalt. Eben das Zuckerrohr ist jetzt neu hinzubekommen. Man kann eben Gras von Heu über Schweinefutter alles verkaufen, Stroh, Silage. Also es geht wirklich alles, wie man hier schön sieht. Und es kostet uns gerade mal 10 Euro am Tag. Das ist sehr preisgünstig. Ich würde sagen, wir machen noch einen kurzen Funktionstest, aber ich glaube, da wird alles funktionieren. Da dieser Mod schon eben in einer höheren Version, ich glaube jetzt 3.0 ist oder so, wir können eben mit der Taste I das Ganze dann auskippen. Wie man sieht, der Kontostand geht hoch. Also das funktioniert alles schön. Ich werde nicht überall alles jetzt auskippen, damit wir alles schön sehen können. Und man sieht gleich schon die Einnahmen, die gehen richtig hoch. Also das ist alles sehr, sehr schön gelöst, würde ich sagen. Die Verkaufsstelle funktioniert super. Man sieht, die Einnahmen sind auf unser Konto eingegangen. Und da gibt es nichts zu bemängeln. Wir haben auch immer wieder so kleine Details hier, wie dieses Rohr hier, das dann in die Wand verschwindet. Die Dachrinne, sage ich jetzt einmal nichts dazu. Die hätte man wirklich etwas schöner machen können. Aber das eigentliche oder der eigentliche Zweck des Mods wird auf jeden Fall erfüllt. Es wird schön alles verkauft. Das Geld wird gut geschrieben, das funktioniert alles einwandfrei. Wenn es eine nächste Version geben sollte, würde ich mir vielleicht etwas an der Textur noch wünschen. Ansonsten ist das Gebäude recht in Ordnung und verdient auf jeden Fall 5 von 5 Sternen in der Bewertung. Wenn dir diese Mod-Vorstellung gefallen hat, lass doch ein Däumchen da. Ich würde mich auch über ein Abo freuen. Oder schau einfach mal in der Playlist nach. Ich habe schon sehr, sehr viele Mod-Vorstellungen jetzt gemacht. Also, wenn es dich interessiert, schau nach. Ich würde mich freuen, wenn du wieder mal einschaltest, und bis demnächst. Ciao.